Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt's wieder ein Schleimvideo für euch. Und zwar blauen Schleim gegen pinken Schleim. Ich habe hier mehrere blaue Zutaten. Ich habe hier Ikea-Farbe, ich habe hier Cleopatra-Farbe, Elmas Glitter-Glue und Cleopatra-Farbe in Glitzer. Alles in blau, beziehungsweise hier eher dieser helle Mintton, aber würde ich auch noch zu blau dazu zählen. Dann habe ich hier Glow-in-the-Dark Glue. Great for Slime. Also perfekt für das, was ich vorhab. Genauso wie der Glitter Glue hier, auch von Elmas. Und dann habe ich hier noch zweimal Cleopatra. Einmal Pink und einmal Glitzerpink. Also viel Glitzer dabei, viel Blau, viel Pink und ihr entscheidet am Ende, welcher Schleim cooler ist. Okay, los geht's. Ich starte mit Pink. Oh, alle pinken Zutaten sind in der Schüssel drin, aber sie müssen natürlich noch ausgepackt werden. Dafür erstmal wieder raus damit. Und ich starte dieses Mal tatsächlich erst mit den Farben, bevor ich den Kleber dazu gebe. Als Basis für meinen Slime benutze ich natürlich wieder Kleber und Kontaktlinsenlösung und Kaisernatron. Gar nicht raus. Dauert nur ein bisschen, aber ich habe ein bisschen herausbekommen. Und hier kommt jetzt die letzte Flasche. Darauf jetzt den Kleber. Sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus. Sehr, sehr schön pink. Okay, alles gut gemixt. Jetzt kommt Kaisernatron und Kontaktlinsenlösung dazu. Sieht richtig aus wie Kaugummi. Okay, Schleim Nummer 1 ist fertig. Pinker Bubblegum Slime mit leichtem, sehr, sehr hübschem Glitzereffekt. Ich lege ihn hier einmal zur Seite und schaue einmal, dass ich die Schüssel sauber bekomme. So, die Schüssel ist bereit und weiter geht's mit Blau. So, die blauen Farben sind alle drin. Und hier kommt der Kleber. Sehr hübsch. Ich finde, es sieht immer super schön aus, wenn man den Kleber reingießt und die Farben noch unten drin schwimmen. Und ich mixe jetzt durch. Oh, das wird ein schönes Blau. Ein richtig schönes Babyblau ist es geworden. Okay, jetzt kommt Kaisernatron dazu. Oh, da klebt noch der Ring drauf. Und Kontaktlinsenlösung. Und fertig ist auch mein blauer Schleim. Okay, hier sind die beiden. Pink ist ein bisschen mehr geworden als blau. Sie sind beide auf jeden Fall super hübsch, haben eine fantastische Konsistenz, lassen sich super kneten und formen und kleben auch fast gar nicht mehr in den Fingern. Aber ja, natürlich ein bisschen, also wie ganz normaler Schleim, so wie das sein muss. Und jetzt natürlich die Frage an euch. Welcher gefällt euch besser, blau oder pink? Und natürlich, wie sollen die beiden heißen? Habt ihr coole Namensvorschläge? Schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Unter dem kleinen i könnt ihr natürlich abstimmen, entweder für pink oder für blau. Ich habe das Gefühl, pink glitzert ein bisschen mehr. Aber das kann auch nur mein Empfinden sein. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, das Ganze zu lesen. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, den Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren.